Moin moin liebe Küchenfreunde, willkommen zurück bei der Hanseatischen Küchenschmiede. Ich möchte euch heute ganz gerne ein Trinkwassersystem vorstellen von der Firma Hans Grohe. Und zwar ist das die Aquitura N91. Die habe ich, die Armatur, auf der Messe gesehen, September letzten Jahres. Und dachte mir, wow, das ist ja ein cooles System. Hab mir das mal alles angehört, was das System kann, wie es funktioniert. Ja, und dann dachte ich mir, gut, baue ich mir mal meinen Cooker aus in der Firma aus, weil der war vorher hier drin, und bestellt sie mal so ein System und prüfst da einfach mal, ob das stimmt, was die Herren da gesagt haben. Ne? Jetzt haben wir so eine Sache, ihr wisst ja, ich bestelle mir ganz gerne Sachen mal neu und teste die erstmal, bevor wir die auch an Kunden verkaufen oder auch Videos zu machen und die so ein bisschen anpreisen. Genau, hier ist mal so ein Prospekt. Ich will einfach mal kurz ein bisschen erzählen, was das System ist, was es kann und was es macht. Also, ich habe mir auch einen Strickzettel gemacht, deswegen seid nicht böse, das Ding hat mehrere Filter und ich muss ganz ehrlich sagen, die Mineralien, was das zugefügt wird, das kann ich mir nicht merken. Ich habe es probiert, mir das einzuspeichern im Kopf, aber ich habe es aufgegeben. Deswegen habe ich einen kleinen Strickzettel, aber ich möchte jetzt gar nicht weiter voll quatschen. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen ins Eingemachte. Und zwar System von Hans Grohe, habe ich schon gesagt, die Aquitura. Wir hier bei uns im Studio haben die schwarze Version, gibt es in Edelstahl und Chrom. Und mit der Soda-System, also dem Soda-System, den gibt es aber auch ohne Soda-Base. Und ohne Soda-Base wäre das eine Armatur mit einem Knopfloss drauf für stilles Wasser und einem Filter. Ein Filter ist hier unten. Und das heißt, es sind zwei Varianten. Einmal Armatur mit Filter und Armatur mit Still, Sprudel. Sprudelwasser, Mediumwasser, Kühlung, Filterung, ne? Sowas halt. Und das Ding haben wir. So, das möchte ich euch mal ein bisschen erzählen. Also, alle Armaturen, also egal welche Variante von denen, hat er diese Schlauchbrause. Das ist auch mal ganz gut. Ups. Weil hier ist es immer ganz nett, dass ihr, sagen wir, auch in die Ecken kommt und ordentlich hier alles sauber machen könnt. Und wenn ihr schon seht, wir haben hier auch ein Laminalstrahlsystem. Und das ist auch eine schöne Sache. Das ist ja das, wenn ihr schon mal die Videos geguckt habt, dass das Wasser nicht so überall hinspritzt, sondern deutlich weicher vorbeiläuft. Also nicht mal diesen riesen Spritzeffekt. Aber klar, wenn ich das Ding aufreiße und unten liegt ein Teller, dann spritzt das trotzdem. Aber macht es langsam auf, dann wird da nichts mehr spritzen. Ne? Das ist einfach so. Haben beide Armaturen. Ne? Also keine Sorge, egal welche ihr nehmen würdet, es würde beides gehen. Genau, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in diese Filtertechnik, danach erzähle ich mal so ein bisschen die Besonderheiten davon. Genau, also wir haben hier einen Harmoniefilter. Das ist der Filter, der mitkommt. Der kommt immer mit. Das heißt, ihr bestellt die Soda-Base-Anlage oder auch nur die Filteranlage mit der Armatur. Dann würde immer der Harmoniefilter mitkommen. Und der Harmoniefilter, der ist für Folgendes da. Wenn ihr sehr hartes Wasser habt, dann filtert er das und macht das Wasser geschmackvoll. Die Leute, die hartes Wasser haben, wissen, was ich meine. Und es ist so, dass dieser Harmoniefilter dennoch Magnesium und Kalium das Wasser veredelt. Das macht auch ein bisschen den Geschmack aus. Man wird es auch merken, dass das Wasser ganz anders schmeckt. Ich bin sonst nie einer, der sagt, oh, es gibt ja Unterschiede im Wasser, aber doch ist es. Es ist so. So, das ist Filter Nummer 1. Filter Nummer 2 ist der Live-Filter. Und zwar der Live-Filter ist optimal, um in Gebieten mit besonderem weichem Wasser die geringen Kaliummengen auszugleichen. Zudem veredelt Magnesium und Kalium das Trinkwasser. Genau, das ist einmal der Filter. Und dann gibt es noch einen Sportfilter. Und der Sportfilter ist auch ganz interessant, also für alle Sportler unter uns. Ich nicht so dolle, aber ich arbeite dran. Für die ist das aber auch ganz cool. Ist ein Mineralisierungsfilter, genau, der die Mineralien ausgleicht, die Sport- und Fitnessfreunde durch Schwitzen verlieren. Magnesium, Kalium und Natrium gehören dazu. Ne, also diese Filter filtern das Wasser allgemein, aber fügen auch gleich wieder was hinzu, ne, was wichtig ist für unser Organismus. Ne? Ganz wichtig. So, und diese Filter, der könnt ihr einfach tauschen. Das heißt, wenn der Filter nicht mehr aktiv ist, so gesehen, kann man hier bei uns über eine App überprüfen. Aber dazu gehe ich gleich nochmal ein. Dann könnt ihr den einfach rausschrauben und dann den neuen reinsetzen. Ist total einfach. Ne? Also das muss man schon sagen. So, jetzt möchte ich aber ganz gerne noch Info zu Mineralien und Aktivkohle, weil das schon sehr interessant ist. Das kann ich mir auch nicht merken, deswegen muss ich da einmal vorlesen.
Aber danach kriegen wir das auch ohne Zettel hin. Also, Mineralien stammen aus europäischem Salzgestein und sind in der Dosierung fein aufeinander abgestimmt. Weil diese Mineralien hier, die werden mit einer speziellen Technologie von Mintec dort reingebracht. Und alle Filter enthalten Aktivkohle. Ne? Also jeder Filter, das muss man auch sagen. Deswegen sagt ihr ja Filterung plus Mineralhinzufügung. Ne? So können Sie Ihre Leitungswasser unbeschwert genießen. Die innovativen Produkte werden von unserem Partner Claroswiss hergestellt, also made in der Schweiz. Ne? Und daher kommt das System dann auch, ne, die Trinkwassersysteme. Und ist natürlich auch eine schöne Sache, dass das so ein bisschen hier irgendwie in Europa kontrolliert wird. Also finde ich, ist natürlich vielleicht auch Quatsch, aber gut. Weitere Aktivkohlefilter, wahlweise mit Ionenaustauscher, sind ebenfalls erhältlich. Sie sorgen für eine verbesserte Wasserqualität und reduzieren bei Bedarf den Kalkgehalt. Also es gibt auch noch Ionenaustauscher, die man auch noch bestellen könnte. Das ist ein spezielles Thema, sind auch gar nicht so günstig, könnte man aber dazu ordern. Das muss man sagen, genau. Bei uns hier ist es das Schöne, dass wir das System hier auch über eine App-Steuerung steuern können. Also ich habe zum Beispiel auf meinem Telefon eine App, eine Hans-Grohe-App, habe ich mir runtergeladen dann. Somit sehe ich, wie viel CO2-Gehalt noch drauf ist auf dieser CO2-Flasche, wie viel mein Filter noch an Wasser zum Beispiel durchlässt, bevor er seinen Geist aufgibt oder nicht mal richtig funktioniert. Ich kann außerdem die Temperatur meines Trinkwassers einstellen, auch eine schöne Sache. Und was ich ganz besonders finde, und da muss ich auch sagen, das unterscheidet das System von anderen Systemen, die ich bislang kenne, dass der automatisch, also man kann es einstellen, spült. Warum ist das so cool? Also tatsächlich, bevor also ich zur Arbeit komme, also morgens um 6, spült er einmal die Leitung durch. Hat erstmal den Vorteil, dass man natürlich sauberes und frisches Wasser hat. Und wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, entstehen keine Keime, weil das System automatisch spült. Das ist richtig gut. Also ich kenne jetzt aktuell kein System, was wir jetzt hier hatten, ne? Und wir hatten ein paar Stück jetzt hier schon, wo man das einstellen konnte. Vielleicht geht es jetzt mittlerweile, aber da muss ich sagen, das finde ich richtig gut und auch absolut sinnvoll. Das muss man wirklich sagen. Ne? So, genau. Und achso, ja, die Sprudeleinstellung könnt ihr natürlich auch machen. Das Besondere bei den Amatonen ist ja, dass ihr die hier vorne bedient. Ne? Also ihr könnt ja vorne und nicht hinten. Und diesen Sprudelgehalt, den könnt ihr einstellen. Und das ist auch eine coole Sache. Das geht natürlich nur bei der App. Also ihr braucht jetzt so das System. Habt ihr gerade das gehört, das Geräusch? Die Systeme arbeiten ja. Die kühlen, erzeugen den Sprudel, ne? Müssen Wasser durchlassen. Die erzeugen immer Geräusche. Und das ist nicht nur bei Hans-Grohe so, das ist auch bei KUKA so und anderen Systemen. Ganz normal. Ne? Also das muss man halt auch wissen, wenn man eine offene Küche hat. Und jemand zieht sich irgendwie einen Liter kaltes Wasser, dann arbeitet das System erstmal und macht ein bisschen Geräusche, Vibrationsgeräusche. Ne? Ganz wichtig. Aber genau, Sprudelstärke kann man auch einstellen. Standardeinstellung ist natürlich stilles Wassermedium, Sprudel und dann den Gehalt, den kann man einfach über die App steuern. Genau, ich bin zum Beispiel eher der Medium-Trinker. Für mich hätte wahrscheinlich hier auch das System gereicht, nur mit dem Stillwasser. Aber gut, wir sind ja hier in der Ausstellung, da kann man ruhig ein bisschen mehr machen. So, genau, Montage steht ja auch noch drauf, das will ich nämlich auch noch erzählen, weil ich bestelle die Sache und teste die erstmal. Also testen heißt ja wirklich auspacken, einbauen, testen. So, ne? Ja, zur Montage würde ich aber auch sagen, weil es gibt was zu beachten. Erstens, ihr braucht eine schöne Tiefe. Ist hinter diesem System Wasseranschlüsse, funktioniert das Ganze gar nicht. Außer ihr habt eine tiefe Arbeitsplatte von 75 cm. Also Tiefenplatz, aber habt ihr eine normale Küchentiefe von 60 cm, dann müsst ihr zwingend die Wasseranschlüsse daneben haben. Und, auch wichtig, von der Spüle des Siphons, der geht ja auch nach unten noch, wo das Wasser dann abfließt, ne? Also Abwasser, wegen der Höhe, da müsst ihr auch drauf achten. Also wir haben ja zum Beispiel bei einem Kunden das dazu wunderbar geklappt, ne? Da haben wir dann, weil wir das ja wussten, dann auch dementsprechend Wasseranschlüsse geplant, weil ein Stückchen weiter links, genau, weiter links war es, und dann konnten wir das System rechtzeitig montieren. Und ja, das muss man halt unbedingt beachten. Ganz wichtig. Und ein hohen Korpus wäre auch besser, weil hier haben wir jetzt mal zum Beispiel so eine kleine Teeküche, da habe ich auch schon viel rumgeschnippelt und rumgebastelt, ne? Also
Da habe ich schon, ja, die hat schon einiges mitgemacht. Auf alle Fälle haben wir hier einen kleinen Korpus und ich habe auch noch einen kleinen Schrank. Und die Wasseranschlüsse sind irgendwie auch nicht optimal hier, ne? Also, weil das wurde natürlich nicht nach diesem System gelegt, weil vor 10 Jahren war das noch nicht so das Thema. Naja, auf alle Fälle kommt man hier super ran zum Austauschen, ist ganz einfach, ne? Auch die CO2-Kartuschen, hier 60 Liter Wasser zum Beispiel jetzt von SodaStream, die könnt ihr dann einfach kaufen. Ihr müsst jetzt keine überteuerten Sachen holen, wie man bei manch anderen Herstellern. Das finde ich auch eine schöne Sache und ist auch einfach zu bedienen, ne? Und ein kleiner Fun-Fact, wenn ihr sagt, wir sind 4 Leute zu Hause, wir trinken alle Sprudelwasser und das Ding läuft hier, ne? Und ich müsste jeden Tag so eine Pulle irgendwie tauschen, gefühlt dann jeden Tag ein bisschen übertrieben, aber ich sag mal jede Woche, dann könnte man rein theoretisch vielleicht einen Nachbarschrank planen und da zum Beispiel eine große CO2-Kartusche installieren, 10 Liter, und mit einem Adapter arbeiten. Ich kenne halt einen Kunden, der schon gemacht hat, deswegen würde das gehen. So, genau, mein Fazit möchte ich auch noch mal kurz loswerden. Für diejenigen, die sagen, okay, ich habe eine Küche, ich finde aber Trinkwassersysteme super spannend und hätte gerne gefiltertes Wasser, für die wäre das System ohne die Solarbase interessant, weil da braucht man nicht viel Platz, ich brauche bloß Platz für den Filter und Thema durch, Armatur austauschen, anschließend Feierabend. Und ja, sonst ist es aber halt ein System, wo ich sagen muss, dass es super funktioniert. Mit der App-Einstellung absoluter Pluspunkt, das muss man sagen. Laminalstrahlsystem und extrem hochwertiger Verarbeitung, also dafür steht ja auch Hans Grohe. Und ja, von der Bedienung, von der Montage war es jetzt für mich einfach, ne? Und ich bin jetzt hier auch nicht der beste Tischler der Welt, ne? Das muss man auch sagen. Deswegen wäre das so mein Fazit, dass das ein schönes Produkt ist, gut funktioniert und das Wasser super schmeckt. Ja, Preis möchte ich natürlich auch erklären, oder nicht nur erklären, sondern auch einmal kurz was drüber sagen. Das System gibt es einmal so wie hier in schwarz, ne? Also Armatur. Wir reden jetzt mal über die Basic-Variante, also mit dem Filter. Das heißt schwarz, Chrom, Edelstahl. In schwarz kostet das mit dem Filter 500 bis 600 Euro aktuell im Internet. Ich gucke da immer so bei Idealo, so ein bisschen Preisvergleich, aber wie aktuell der Preis im Internet ist. Ich finde, da kann man das ein bisschen besser vergleichen. Ja, 500 bis 600 Euro. Wenn man sich natürlich jetzt eine hochwertige Armatur kauft, von Hans Grohe, ist man natürlich meistens auch so bei 300, 400, 400 Euro mal schnell dabei. Und jetzt hört ihr vielleicht schon, jetzt ist er gerade mal angegangen und kühlt wieder. Aber finde ich okay tatsächlich, ne? So 500, 600 Euro kann man machen. Dafür schleppt man keine Wasserflaschen mehr, spart sich so dieses Einkaufsthematik und auf lange Sicht denke ich mal, amortisiert sich das auch, weil klar, Leitungswasser ein Liter, könnt ihr mal gucken, was das aktuell kostet, ist nicht viel und was ein Liter Wasser kostet, wenn ihr das kaufen geht, ne? Also nur mal so gegenrechnen, ich glaube, dann ist das in ein paar Jahren, hat sich das schon wieder gerechnet. So, und jetzt das Soda-Base-System, also hier das die komplette Anlage, will ich auch noch gerne zu sagen, was die kostet, im Internet zwischen 1.900 und 2.100 Euro, also Pi mal Daumen, 2.000 Euro. Ich finde das, für das, was man da bekommt, für 2.000 Euro, finde ich das entspannt. Also ich kenne halt andere Systeme auch, die teilweise über 3.000 Euro kosten und noch mehr. Und wenn man das in Relation Vergleich sieht, finde ich hier 2.000 Euro völlig in Ordnung und auch gerechtfertigt für die Qualität und auch die Verarbeitung, die man hier geboten bekommt. Da muss ich sagen, das ist ein System, das kann man guten Gewissen kaufen und ja. Mehr ist es auch nicht, gar nicht. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel. Und falls ihr Fragen habt, schreibt es doch einmal in die Kommentare. Ich antworte natürlich, wisst ihr ja, super schnell und auch super gerne. Ich freue mich dann ja auch immer, wenn da interessierte Leute runterschreiben. Ja, und in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.